Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Days to Die Alpha 16 auf Kogate Gaming. Wir sind mitten im Aufbauprojekt der Basis. Wir haben letztens den Schacht hier mal komplett ausgehoben. Bis auf runter auf minus 30. Wir sind jetzt gerade dabei, einmal das Fundament einmal so zu betonieren. Das ist einmal quasi der äußere Kranz des Fundaments. Das machen wir mal auf jeden Fall. Schauen wir, dass wir das haben. Das haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, rundherum, in Reihe. Wir werden jetzt mal den Boden hier auslegen. Das wollen wir mal auf jeden Fall machen. Dann haben wir das einfach mal erledigt. Das ist jetzt quasi die unterste Ebene der Basis. Weiter runter wollte ich jetzt eigentlich nicht bauen. Wir haben also hier schon entsprechend viel extra Raum einkalkuliert, damit wir einfach hier ja, untere Etagen machen können, Verlies, Dungeon, was auch immer, was das Herz begehrt, da unten rein machen können, Kabelschächte etc. Dementsprechend haben wir da schon mal viel gemacht. Die eigentliche Basis wird dann quasi in diesem Sockel, der jetzt sich vor uns noch aufbaut, entstehen. Aber dafür brauchen wir noch ein paar Vorbereitungen, bevor wir das angehen können. Nämlich, wie ihr seht, machen wir es einfach mal Schritt für Schritt. Legen das mal hier aus mit River Frames, dann haben wir mal den Boden fertig. Die Wände hier könnte man dann theoretisch auch verkleiden. Wäre eigentlich okay. Wir werden es nochmal ausmessen. Ich muss nochmal genau anschauen, wie groß der Bereich jetzt eigentlich ist. Denn wir werden auf jeden Fall irgendwo Zwischenwände brauchen. Das ist klar, weil wir können nicht die gesamte, also diesen ganzen Kranz, das innere Kranz ist noch viel zu groß. Das würde man nicht überspannen können. Das wäre von der Statik nicht möglich. Da müssen wir also irgendwo Säulenelemente reinziehen oder was auch immer. Das schauen wir uns gerne an. Wichtig ist einmal, dass wir mal hier diesen Bauschritt fertigstellen und dann werden wir uns langsam überlegen müssen, was wir mit diesem Sandberg in der Mitte machen. Ja, und da steht das Haus drauf. Das ist das große Problem. Sonst würde ich das Ganze einfach zum Einsturz bringen. Sache ist erledigt. Genauso wie wir es jetzt in der letzten Episode hier gemacht haben. Das kann ich hier natürlich nicht machen, wenn wir das Haus behalten wollen. Jetzt müssen wir mal einen Teil der Struktur behalten wollen. Das heißt, wir werden uns mal vorsichtigst anfangen auszuschachten und mal ein paar Stützelemente anbringen und dann sollte es eigentlich passen, denke ich. Mal dieses Loch da stopfen. Brauchen wir eigentlich auch nicht, aber wir sind gründlich, Leute. Wir sind mehr als gründlich. Deutsche Gründlichkeit gibt es auch in Österreich. Man nennt sich österreichische Gründlichkeit. Entsprechend machen wir das auch richtig ordentlich. Alle Zeit der Welt. Und bauen das vernünftig. So, und da sehen wir eigentlich, es geht recht flott. Es ist eine nicht zu unterschätzende Fläche, die wir jetzt ausgelegt haben, ja. Aber wir sind auch relativ flott unterwegs. Und da haben wir jetzt eigentlich schon die Runde, denke ich, gleich abgeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Ernsthaft? Glaube ich fast gar nicht. Glaube ich erst, wenn ich es sehe. Jetzt auch flott unterwegs, aber so flott. Nein, naja, das ist nur ein Stück hier ausgelegt. Ja, den haben wir jetzt nicht erwischt, den Obersten. So. Das mal auch auslegen. Aber das Loch da stopfen wir. Ich habe ein bisschen zu tief gegraben. Kein Problem. So. Müsste man nicht machen, aber das ist der Form halber. Der Form halber. So. Naja. Geht schon in die River Frames. Wir haben neue River Frames in Auftrag geben müssen, dass wir es am Tag kann produzieren müssen. Denn der Verbrauch ist gewaltig. Der steigt ja jetzt nur noch, weil wenn wir entsprechend das eigentliche Basisfundament machen, das ist quasi der äußere Rahmen, den ganzen Sandberg da wegschaufeln, das müssen wir alles irgendwo auf Beton stellen. Das ist ja da oben die Säulen, die müssen wir nochmal verlängern. Die müssen wir mal darunter verlängern, die Säulen, fürs Haus und ja, wir werden da sehr vorsichtig agieren müssen, dass das Ganze nicht einstürzt. Entsprechend werden wir das Stück für Stück mal absichern. Es reicht, wenn es mal am Anfang mit Reaper Frames abgesichert ist und vielleicht die untersten zwei Blöcke betoniert, falls ein Zombie reinkommt, dass der nicht gleich die Säulen weghaut. So, jetzt haben wir es geschafft. Da sind wir. Einmal um die Welt in 80 Tagen, so ähnlich. Nicht ganz die Welt. Einmal ums Haus herum. Also schön säuberlichst auffüllen.
Ja, und dann werden wir schauen, wenn wir weitermachen. Ich denke mal, die Säulen könnte man setzen vom Haus einmal. Und dann werden wir den Rest einfach unten weggraben. Das heißt, diesen ganzen Sandberg abarbeiten. Und hoffen, dass unsere Jenga-Kenntnisse, wenn du das kennst, diesen Holzturm, wo man so quasi Holzstücke, Holzscheite rauszieht, dann quasi von unten immer weiter nach oben schichtet und dann quasi der Turm nicht einstürzen darf. Genau das machen wir jetzt auch. Entsprechend vorsichtig werden wir da vorgehen müssen. Denn sonst haben wir einen ordentlichen Salat. Okay. Zumindest der Beton wird uns nicht ausgehen. Da haben wir entsprechend viel produziert, so um die 20.000 Einheiten. Das sollte mal eine Weile reichen. Wir können entsprechend hier nachproduzieren. Das große Problem, wie gesagt, die Forges. Die können wir da jetzt nicht laufen lassen. Das wäre zu riskant, wenn wir da hier unten arbeiten, auch am Tage, weil wir entsprechend schnell gestört werden könnten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Irgendwelche Ablenkungen. Das hatten wir in einigen Episoden davor und das war dann doch ziemlich lästig, wenn da alle 5 Minuten ein Screamer auftaucht. Die Wanderhorde, die obligatorische, kann trotzdem kommen. Das können wir nicht verhindern, aber die Screamer können wir vermeiden. So. Das geht natürlich jetzt richtig flott mit dem tollen Werkzeug, mit den ganzen Ressourcen. Haben mal das recht gut bewältigt. Betonieren das komplett aus. Und dann reduzieren wir mal diese Masse an Reaper-Frames, weil es ist rund um uns herum hunderte und tausende von Reaper-Frames, links und rechts. Dann haben wir zumindest mal diesen Teil fertig. Und das ist ja der Fußboden. Den können wir auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen zögerlich, da die Wände alle zu verkleiden, weil irgendwo kommen ja da Durchgänge rein, Türen etc. Da müssen wir schauen, wo wir das machen. Dann habe ich noch überlegt, ja, wegen der Kabelschachtebene, die jetzt quasi hier oben angezeichnet ist, das ist quasi die zweite Ebene von oben, dass wir die eventuell tiefer legen, aber ich glaube, wir lassen es da oben, weil dann haben wir hier unten quasi eine Raumhöhe von 1, 2, 3, 4 Blöcken Raumhöhe, das ist eigentlich ziemlich optimal und haben den Platz optimal ausgenutzt. Ne? Also oben, die oberste Schicht ist dann quasi der Boden, der Horde, grobe Boden, darunter eine Ebene der Kabelschacht und dann die Decke der unteren Etage. Dementsprechend, ja, jetzt ist der Beton ausgegangen, jetzt war es verschrien. Ja, 20.000 Beton, kein Problem, geht uns nicht aus. 5 Minuten später. Beton ist aus. Ah gut, wir haben im Lager noch jede Menge. Hui, Vorsicht. Das war ein bisschen zu stürmisch. So, zum Glück nicht das Bein gebrochen. Reinspaziert in die gute Stube. Und ja, wo habe ich die Repair Kit schon mal hingetan? Da ist sie reingestopft, ja. Tatsache. So, schaut doch mal die Reaper Frames. Ja, wir haben noch welche, aber die Vorräte schwinden. Die Vorräte schwinden. Ja, machen nochmal Licht, das ist da unten wirklich duster im Schacht. Die Sonne noch nicht wirklich aufgegangen. Schwuppdiwupp. Runter in die gute Stube. Ja, das Ganze wird schon langsam Gestalt an. Wir können uns das langsam ganz gut vorstellen, wie das ausschauen wird. Wird schon gewaltig was weitergebracht. Natürlich Stück für Stück die Erde weggegraben, den Sand weggegraben. Außen müssen wir auch noch den ganzen Sand wegnehmen, aber das hat Zeit. Das hat Zeit. Alles, was sich jetzt außerhalb der Mauer tut, ist uns nochmal egal. Also es ist Rebar-Mauer. Das ist ja quasi der äußere Bereich, wo wir dann quasi später dann die Verteidigung installieren, oberflächlich. Also hier oben. Und dann entsprechend hier unten ist ja eigentlich dann, ja, das ist quasi dann der Keller der Basis, den wir jetzt quasi ausgelegt haben. Sehr gut. Gefällt mir. Okay. Das heißt, der nächste Bauschritt wäre eigentlich, ja, holen wir sich richtig. Da haben wir noch Teile in Reserve.
Ich habe da entsprechend nämlich viel in Auftrag gegeben. Ich habe vergessen einzupacken, richtig, die Säulensegmente. Da haben wir noch welche. Wo haben wir die Baumaterial? 31 Stück haben wir da noch, ja. Die können wir verwenden. Als Betonsäulenstützen haben wir noch. Ja, Treibstoff haben wir auch noch. Okay, passt. Schauen wir gleich einmal. Tut sich irgendwas am Horizont? Alles ruhig. Kein Feindkontakt. Okay. Na, soll gut sein. Ich glaub's einmal. Letztes Mal haben wir nur einen einzigen Zombie gehabt, der vorbeigekommen ist. Wäre okay, wenn das wieder so ist, weil dann können wir entsprechend uns auf den Bau konzentrieren. So. Da haben wir mal eine Säule, die ich glaube nicht unwichtig ist. Die schwebt eh schon in der Luft. Hoppala. Ja, muss ich wegreißen, kein Problem. So. Ich muss höllisch aufpassen, weil wisst ihr, seht ja, da hängt er schon ganz schön weit über, für meinen Geschmack. Das ist aber das Stiegenhaus. Ein Teil des Stiegenhauses ist schon eingestürzt und das ist der Rest des Stiegenhauses. Wenn wir versuchen, das einmal zu stützen, nicht, dass da irgendwas mitgerissen wird vom Haus. Okay, was machen wir jetzt? Naja, jetzt arbeiten wir uns da langsam heran. Mit einem Skalpell. Da seht ihr, da ist kein Haus. Das können wir hier problemlos wegnehmen. Und da kommt jetzt die erste Säule zum Vorschein. Und die verlängern wir jetzt einfach mal nach unten. Fackeln da gar nicht lange rum, sondern setzen sie eigentlich gleich runter. Und ja, wisst ihr, was wir auch machen werden? Wir sind ja super smart, ne? Wir legen das natürlich gleich mit Reaper Frames aus. Denn das ist ja der Fußboden. Die Säulen kommen dann später weg. Die sind jetzt quasi nur eine provisorische Stützkonstruktion für das Haus. Damit uns das nicht einstürzt. Den Boden können wir ja quasi schon auslegen. So, das heißt, wir können dieses komplette Eck mal wegnehmen. Da dürfte eigentlich nichts mehr drunter sein. Komme ich gar nicht ganz rauf. So. Das können wir natürlich auch sofort. Wobei, legen wir uns gar nicht aus, nehme ich mal den Rest weg. Genau so. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, volle Deckung! Ja. Ein kontrollierter Einsturz. Da können wir es ja machen. Und das müssen wir für das ganze Haus vermeiden. Ja, weil das könnte man mich relativ schnell bewerkstelligen, wenn wir wollten. Dass dann quasi alles herunterkommt. Aber so machen wir das eigentlich jetzt einfach Stück für Stück für Stück. Holen das quasi raus, das Material. Wir sichern das Haus ein, zwei ab. Da drüben die nächste, also die nächste Säule, müssen wir dann schauen, wo die ist. Schauen wir mal, ist da irgendwas drauf? Nein, das können wir auch wegnehmen. Das ist noch die Vorderkante. Das Haus ist ja asymmetrisch. Da ist der Eingangsbereich, der ist da drauf. Mhm. Das können wir alles hier wegnehmen. Kommt so noch der Eingangsbereich ein bisschen runter da. Das macht nichts. Mal das behutsam hier weg. Arbeiten uns mal entlang dieser Außensäule. Die haben wir schon gesetzt, die sehen wir ja von unten. Arbeiten uns da entlang. Okay, noch auf die richtige Ebene runter. Geht im geduckten Modus am besten. Dann genauer arbeiten können. Nicht versehentlich zu viel nach unten graben. Ja. Und da seht ihr, das müsste eigentlich kein Problem sein, das wegzunehmen. Es kommt vielleicht die Veranda ein bisschen runter, ja. Die nehmen wir sowieso weg. Ja, und da stürzt der Rest ein. Jo.
Ja, ich habe ein Fable für Sandskulpturen, was ich noch rausbringe. Ja. Oh, eine Soldatenwanderhorde. Ich habe es prophezeit. Okay, Jungs, ihr wollt tanzen? Lasst uns tanzen. Mal aufpassen, dass da keiner am Kopf fällt. Gut, dass die Reaver Frames dafür nicht beschädigt werden. Ich bin mir nicht sicher, werden die doch beschädigt auf den Schuss? Aha. Also wenn die in der Nacht kommen, Junge, Junge. Dann steppt aber der Bär richtig. Oh, wolltest du das Graben helfen? Hey! Graben ja, oh nein. Okay. Aufpassen, da oben kommt wieder einer. Nein? Jetzt. Okay, schauen wir schnell rauf, die machen da oben Blödsinn. Oh ja. Ihr macht's Unfug. Hoppala. Immer noch nicht genug. Doch, jetzt hat er genug. So. Da gräbt noch jemand. Ja, jetzt bin ich ausgerutscht. Da ist es schon passiert. Bein gebrochen. Na gut. Hey, hey! Das ist verboten. So. Okay. Na, wenigstens haben die gute Loot dabei. Die Soldatenhorde-Zombies. Die habe ich schon schon mal 82 Geräte. Das zahlt sich dann wirklich aus. Hazmat Boots. Oh ja. Da kommt mal was zusammen. Beaker, nicht schlecht. Haben wir eine Axt dabei? Nein, die muss ich craften. Machen wir uns gleich eine Axt und schienen uns die Beine. Dann können wir das Zombiefleisch und die Knochen zumindest verwerten, weil ja, wir brauchen das. AK Magazin, wow. Die haben ja wirklich tolles Zeug dabei. Ja. Eine Menge Loot. Eine Menge Loot zu holen. Na, sehr schön. Das ist wenigstens eine Ablenkung, die wir uns gefallen lassen. Bin mir gar nicht sicher, ob wir alle erwischt haben. Schauen wir mal schnell oben. Es kann sein, dass welche vorbeigelaufen sind. Da könnte man kontrollieren schnell, ob die vielleicht irgendwo noch da rumkrebsen. Soldaten-Zombies zahlen sich aus. Das ist eine Horde, die wir uns gefallen lassen. Da sehe ich niemanden mehr. Also wenn, sind sie vielleicht weitergewandert. Ich habe mir eingebildet, dass ich an der Oberfläche jemanden gesehen habe. Und ja, jetzt haben wir die ganze Olivera, müssen wir ernten. Das Feld wollte ich auch noch machen. Ah, das machen wir morgen. Also ich sehe weit und breit niemanden. Vielleicht sind sie weitergezogen. Vielleicht haben wir sie alle erwischt. Bin mir nicht sicher. Wie auch sei, wie dem auch sei, wir haben auf jeden Fall hier eine Menge. Eine Menge zu holen. Und als allererstes werden wir mal unseren Bruchschienen das Inventar entrümpeln. Dann können wir mal eine Achse in Auftrag geben. Die haben mich in der alten Basis gelassen, weil die kann man uns quasi immer wieder selber herstellen. Da wollte ich quasi den Inventarslot nicht verschwenden. So, erster Punkt der Tagesordnung, Baumaterial. Gehen wir mal ein bisschen Beton heraus. Ein Set River Frames können wir einsparen. Sand und Stein können wir einsparen. So, dann haben wir eine Menge Sachen für den Verkauf schon. Wenn wir den durchsortieren, das verkaufen wir nicht zwingend jetzt alles, aber... Schmeiß es mal da schnell rein, das passt einmal so circa. Okay, Nahrung und Heilung, haben wir einen Splint, jawohl. Bein ist geschient und dann machen wir uns gleich eine Axt, weil das habe ich vergessen, eine neue anzufertigen. Machen wir gleich ein paar. Wenn wir eben drüben gelassen haben. Jetzt mal die ganze Munition da. Wow, sehr schön. Ah, nicht 16 Stück, da reichen 4. Danke. Könnt ihr quasi upgraden, nochmal verstärken. Klebeband gemacht, da können wir entsprechend wieder sehr viel... Explosivbolzen etc. herstellen. Das passt wohl auf jeden Fall. Das können wir auch gleich reintun da. Dann haben wir dann Redshirt, die Hosen. Wo ich mal
Ausrüstung rein einmal. Das sind die Ausrüstung, das sind die Ausrüstung. Nahrung, Heilung können wir das den Alkohol reintun, das da reintun. Dann haben wir noch Gammelfleisch und was zum Schmelzen. So. Okay. Gut. Trinken wir mal was, futtern wir mal was, das wäre nämlich nicht schlecht. Und ja, wir sollten uns ums Essen kümmern. Ich habe letztens festgestellt, unsere Nahrungsmittelvorräte gehen zur Neige. Wir müssen Wasser holen gehen. Haben wir da... Ja, da haben wir... Richtig, machen wir das vielleicht gleich mal. Wir warten nämlich auf die Äxte. Wir warten auf die Äxte. Das heißt, wir dürfen schon mit dem Minibike zum See holen Wasser. Wo ist der gleich nochmal? Ich glaube Richtung... Süden. Und uns auf dem nächstgelegenen See eine 600 Einheiten Wasser und können entsprechend dann das Wasser abkochen und machen dann Kornbrot oder was auch immer. Ein bisschen Fleisch können wir auch noch rösten, das geht auch. Na, schauen wir mal. So, See, wo bist du? Da kommt er. Ja, da sind wir schon. So, schauen wir mal. Wir können diese ganzen Wasserflaschen einfach ganz einfach auffüllen. Heiß wird der, wirklich. Wie kann das sein? Jetzt haben wir nicht einmal die Jacke an. Na, ich glaube, es passt schon. Lassen wir uns nicht irritieren, solange die Temperatur nicht jenseits 36 Grad oder 38 Grad geht, ist es okay. Dann wird es problematisch. Aber wir sind in der Wüste, es ist klar, dass es warm wird. Ne? Also das ist selbst mit Poncho und mit Sommerhosen ohne T-Shirt warm werden kann. Ja, aber es dürfte nicht mehr, er dürfte nicht mehr einen Hitzschlag erleiden. Das dürfte sich nicht mehr ausgehen. Sollte sich nicht mehr ausgehen. Hoffe ich jedenfalls. So, parkieren wir gleich nochmal. Cool, wir haben eigentlich das Minibike ausgeräumt. Ja, brav. So, tanken wir gleich ein bisschen nach, weil der ein bisschen leer, der Tank. Okay, dann können wir gleich mal retour ins Haus. Geben gleich mal das Wasser in Auftrag. Die Äxte sollten zum Teil schon fertig sein. Da habe ich übrigens mal eine Axt, dass ich da unten mal aufräumen kann in Ruhe. Ich würde mal sagen, wir kochen das Wasser ab. Nicht alles, aber ein Teil. Nein, alles können wir nicht kochen. Wir haben nur zwei Lagerfeuer. Das heißt, wir können maximal 180 abkochen auf einmal. 90 pro Stück. So, bitteschön. Und damit kochen wir uns ein Kornbrot. Dann haben wir wieder genug zu essen. So, und die restlichen 428 werden wir da mal reintun. Weil damit können wir dann zum Beispiel Klebstoff herstellen. Wie sieht das aus? Ich kontrolliere gleich einmal. Brauchen wir Klebstoff? Wir haben 255 Klebstoff, 97 Klebebänder, also nein. Papier könnte man ein bisschen was anfertigen. Ja. Okay, was brauchen wir für Papier? Machen wir gleich mal Klebstoff, Holz. Okay, ja, wir könnten doch Klebstoff herstellen. Machen wir ein bisschen was. Halt. So. Geben wir das Wasser nochmal her. Und so, dann gehen wir gleich mal die der Chemistry Station einiges in Auftrag. Packen das da mal rein. Das müsste eigentlich reichen. Machen wir mal Klebstoff. 250, nein, nicht zu viel. Machen wir mal 100. Papier machen wir 255. Das klingt gut. Ja, da komme ich dann 2500 Papier raus. Ne? Dann haben wir wieder genug Klebstoff. Und wisst ihr was? Ja, machen wir nach hinten nach nochmal Klebstoff. Ich weiß nicht, ob das so weit stackt. Ich glaube nicht. Wie hoch stackt Papier? 200, nein, Blödsinn. Dude, 250. Überlege mal. Das heißt, wir können 4 Slots machen. Haben wir 400. Ich glaube, ja, 600 können sich aus. Na, geht sich hier nicht aus. Wurscht, passt schon. 400 Papier. Machen wir es mal so. Wie fangen wir das Inventar zu überrennen? Weil ich bin mir nicht sicher, ob die Klebstoffe oder die Klebstoffe stacken über 100. Das heißt, das ist ein Stack. Ja, dann können wir noch was machen. Das geht noch. Das geht sich schon noch aus. So, 800 mit sich ausgehen, das sind, ja, das geht sich aus. Okay, passt. Dann haben wir noch genug Klebstoff, haben wir noch genug Wasser fürs Essen, weil das haben wir jetzt eigentlich wieder alles verbraucht.
Deswegen sind wir eigentlich Wasser holen gefahren. Ja, wir wollten eigentlich Essen herstellen. Ja, keine Sorge. Wir haben noch was in der Reserve. Wir können noch mal, übrigens immer noch mehr Glasflaschen. Aber wie dem auch sei, wir haben genug Vorrat angehäuft wieder. Das passt schon. Wo sind meine Äxte? Da sind sie. So, dann kann ich die mal schnell kombinieren. Machen gleich mehrere. Dann kann ich sie mich rauf kombinieren auf 55. Werkzeugschmiede auf 9 von 10. So, ja, 45, das passt. Die letzte breche ich glatt ab. Das brauchen wir, ich verschwende das Material. So, bei den 10 Punkte mehr oder weniger ist völlig egal. Okay. Das war die Mission. Weiter geht's. Jetzt können wir in Ruhe looten. Die Knochen und das Fleisch ansammeln. Brauchen wir, wie gesagt, habt ihr gesehen. Papierverbrauch ist jetzt extrem gestiegen, dadurch kann sich die Shotgun so stark verwenden, auch die Shotgun-Turrets immer wieder auffülle. A und B, entsprechend auch damit der Klebstoffverbrauch, weil wir brauchen Klebstoff für die Munition, für das Herstellen von Papier. Und für die Explosivbolzen, das heißt, ja, wir brauchen Knochen. Und ja, da haben wir unseren ersten Raketenwerfer, einen 206er Raketenwerfer. Wir haben sogar ein paar Raketenwerferteile, die können wir dann kombinieren. Das heißt, ja, wir haben auch 7 Raketen. Wir haben auch noch ein paar Raketen schon eingelagert. Das heißt, jupp, damit haben wir eigentlich die vorletzte Waffe gefunden. Die letzte Waffe, die uns dann noch fehlt, ist die Magnum. Ja, die Magnum fehlt nach wie vor. Ich finde keine Magnum-Teile. Ich habe langsam das Gefühl, dass die Loot-Level-List, also der Spawn, defekt ist. Dass es quasi nicht im Spawn erscheint, dieses eine Item. Wäre durchaus möglich. Weil wir haben es jetzt wirklich in 2 Staffeln, sind zusammen 120 Tage oder so, kein einziges Mal dieses Teil gefunden. Das ist wirklich crazy. Sagt's mir in den Comments Bescheid, habt ihr diese Magnum-Teile gefunden? Sehr schön, Militärfiber. Und noch eine AK hinten nach. Super. Das ist doch mal tolle Loot. Allein das ist jetzt eine tolle Ausbeute. Wir haben noch wesentlich mehr gefunden. Raketenwerfer, eine AK, AK-Teile, Hazmat-Teile, Nachtsichtgeräte. Super. Das ist okay. Das ist eine Ablenkung, die in Ordnung ist, weil damit haben wir entsprechend unsere Equip wieder richtig gepimpt. Was ist eigentlich für eine Skill? Science 7 von 10. Wisst ihr was? Ich glaube, wir können die Nachtsichtgeräte kombinieren. Schauen wir mal kurz. Ja. Ah, okay, höher geht's nicht. Okay, dann haben wir es zumindest repariert. Auch nicht schlecht. Dann heben wir aber zumindest eines auf, weil die sind, oder am besten alle auf, weil die sind so selten, dass wir die glatt nicht verkaufen, weil wenn wir Geld brauchen, verkaufen wir was anderes. Aber nicht die Nachtsichtgeräte. Heben die auf und wenn wir dann den Wissenschaftsskill gelevelt haben, können wir das weiter rauf kombinieren. Das ist nicht blöd. Bringt ja auch Schutzfaktor fürs Gesicht, wenn entsprechend das gut ist. So, dann haben wir entsprechend hier noch Waffenteile, Klebstoff, na, Klebstoff nicht. Ein paar Glasscheiben, einen Raketenwerfer. Haben wir jetzt ernsthaft so viel AK-Munition gefunden? Habe ich die vorher mitgehabt? Das weiß ich jetzt nicht. Nein, die haben uns da richtig aus der Werkbank rausgeholt. Das wäre ein bisschen extrem, wenn wir 500 Schuss gefunden hätten. Das wäre extremes Glück. Nein, die haben wir aus der Werkbank rausgeholt, ist klar, ja. Na, da haben wir auch wieder entsprechend AK-Teile, um die AK ein bisschen rauf zu kombinieren. Jawohl. Wenn wir jetzt dann auch mal wieder machen. Super. Das können wir auch noch rausschmeißen. Ja, und da können wir noch ein bisschen da unten an unseren Sockeln weiterbauen. Oh, Vorsicht, nicht so stürmisch. Wir bleiben im Turbo-Modus unterwegs, dann brechen wir uns das Bein gleich noch einmal. So, Bohrer repariert. Und dann können wir entsprechend hier fortfahren. Den Rest rauszuschachten. Wo waren wir denn stehen geblieben? Machen wir vielleicht dieses Eck noch fertig, dass wir da dabei bleiben. Ich glaube, da vorne haben wir das wegrasiert. Ah, oh ja, passt schon. Das war hier. Ja, das seht ihr ja. Die Veranda ist abgestürzt. Die Tür ist noch da, ne? Weil das ist klar. Aber der Rest fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen und quasi das hier wegnehmen. Und quasi genau hier dann die Säule setzen. Und dann entsprechend können wir das abstützen. Dann müssen wir es wirklich Stück für Stück machen. Weil, wie ihr seht, die ganze Konstruktion jetzt schon langsam sehr ausgedünnt wird. Ne? Weil wir sehr viel da weggenommen haben. Und wir müssen halt aufpassen, dass die Integrität des Hauses nicht kompromittiert wird. So. Und entsprechend mit diesen Säulen können wir das gewährleisten. Und da können wir entsprechend Stück für Stück dann immer mehr wegnehmen, weil es ist zum Glück
glaube, Ziegel ist es, ja, Ziegel. Ziegel hat eine ziemliche Tragfähigkeit, der Boden. Da braucht man nicht so viele Säulen setzen, das geht schon. Wir können quasi das ohne Probleme hier entsprechend absichern damit. Und dann werden wir schauen, wie wir das weiterbauen. Ich sichere jetzt mal ab. Und dann überlegen wir mittelfristig dann, was wir mit dem Haus eigentlich machen. Ob wir Teil davon behalten oder nicht. Oder wie auch immer. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, schon seit Wochen. Und irgendwie weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht, ob uns das im Baukonzept dann wirklich, ob das was bringt, ja, oder nicht, ich weiß es nicht. Weil es ist im Moment wirklich, muss ich wirklich sagen, ein großes Hindernis, weil ihr seht ja, allein den Aufwand, den ich betreiben muss, um das abzusichern, ist nicht unerheblich. Hoppla, das war jetzt daneben. Das war auch daneben. Da fehlt noch was, das ist nicht. Also der Aufwand, das alles abzusichern, um quasi das zu gewährleisten, dass es da ist, ist, groß. Wir machen es jetzt mal, weil jetzt ist schon quasi egal, mehr oder weniger, weil jetzt haben wir schon so lange gemacht, dass ich einfach sage, jetzt, okay, jetzt lassen wir es mal, wir treiben das mal weiter und schauen wir mal, wo es uns hinführt, quasi nach dem Motto. Ja. Ob es uns irgendwo hinführt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ne? Weil es jetzt im Moment, ich muss mir jetzt mal Gedanken drüber machen, wie die innere Basis dann ausschaut, weil im Prinzip wir sind jetzt quasi im Keller, das wird überdacht, das bleibt ja jetzt nicht hier auch so, sondern wir werden entsprechend dann da das Kellergeschoss der Basis machen und die Ebene Erde ist ja quasi, also von der Basis, von der Fallgrube ist ja hier oben der oberste Block, die oberste Reihe Betonblöcke. Und die eigentliche Basis, Ebene 0, ist ja gleich der Ebene 0 von da oben, von der Terrainkante. Ne? Das heißt, da werden wir entsprechend dann eine Pyramide draufstellen, die geht dann quasi bis hierher. Und dementsprechend schauen wir mal, ja, wie wir das weiter bewältigen werden. Also das wird nochmal eine Überraschung werden, die eine oder andere. Aber wir sichern nochmal das Haus einfach ab, machen uns die Arbeit. Wenn wir es haben, wir haben es einfach. Und ja, wenn wir dann nachher draufkommen, okay, im Endeffekt reißen wir es komplett weg oder nehmen wir es einfach nur als Inspiration her und sei es drum. Dann ist es halt so. Aber die Idee war einfach, ja, lass uns einfach kreativ, ein bisschen kreativ sein. Schauen wir, wo es uns hinführt. Die Muße. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben heute wieder mal einiges weitergebracht. Ich werde einfach hier mal weiter fortsetzen. Entsprechend diese Stützkonstruktion nochmal zu bauen. Wir müssen entsprechend dann natürlich nach innen verlängern. Also wir müssen natürlich dann noch ein paar Säulen mehr, also nicht nur am Rand setzen, sondern auch unter der Basis Mitte. Aber im Prinzip, wenn da ungefähr 10 Säulen stehen, ist das ganze Konstrukt sehr sicher stabil, weil das ganze Haus steht im Prinzip auf einem Beton, nicht Betonfundament, aber auf einem Ziegelfundament. Das heißt, das ist eine durchgehende Fläche, das heißt, da ist überall entsprechend Tragfähigkeit gegeben. Mache ich mir keine Sorgen, dass es dann immer runterkommt. Solange die Säulen da sind, bleibt das stehen. Ja, und dann werden wir einfach schauen, wo uns dieser Weg weiterhin führt. Dann sprechen wir alles weiter ausschließen, Stück für Stück. Räumen wir das mal alles raus, sichern das mal. Und dann werden wir einfach sehen, okay, mittel- oder langfristig behalten wir diese Säulenkonstruktion, oder dieses Haus bei der Säulenkonstruktion auf keinen Fall, weil das entsprechend dann ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich durch eine Betondecke ersetzt wird und durch eine entsprechende Wand, die irgendwo hier verlaufen wird, die ich jetzt noch nicht setzen wollte. Also sprich, es gibt ja hier dann eine Innenwand, weil entsprechend die Tragfähigkeit natürlich nicht so weit geht. Wir können das nicht so weit spannen. Das schauen wir uns dann an, Stück für Stück. Eines nach dem anderen. Hoffe, seid dabei, denn morgen geht's wieder weiter mit einer neuen Episode 7 Days to Die. Alter 16 auf Gugata Gaming. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like. Wenn ihr sozusagen regelrecht infiziert seid, dann subscribe auf den Channel über diese Let's Play, um meine anderen Let's Plays auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Episode, wenn ihr denn mögt. 16:30 auf Gugata Gaming. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis bald.